Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem Video zu Walkemon, ein Spiel im App Store, das ich gefunden hatte. Ich fand es recht witzig vom Trailer. Ich dachte mir eigentlich erst, dass ich das nur privat spiele, dann habe ich ein bisschen vom Spiel angespielt und dann habe ich gemerkt, wie witzig das Spiel eigentlich aufgebaut ist und dachte mir, das müsste ich unbedingt aufnehmen. Ja. Und deswegen kommt diese Aufnahme zustande. Und ja, Leute, ich weiß, dass meine Mobile-Game-Aufnahmen nicht immer die besten sind. Aber ich wollte mich nochmal versuchen, einfach weil das Spiel so witzig ist. Und ich starte das Spiel jetzt einfach mal. Dann seht ihr gleich, warum ich das so witzig finde. Ich will nur mal kurz auf die Uhr gucken. Okay, 1957. Also von mir aus gesehen. Hey, du bist aber ganz schön gewachsen, wie doch die Zeit vergeht. Willkommen in der Welt vom Walkman. Für die, die sich fragen, warum ich auf die Zeit geguckt habe, ich versuche immer, mich so an ein 15-Minuten-Video zu halten. Ich bin Vorgesetzter Eich, der Vorgesetzte der erfolgreichsten Unternehmensgruppe der Welt, die Goldspoon Group. Diese Welt wird von Kreaturen bevölkert, die wir Walkman nennen. Unser Goldsprung Group erwirtschaftet tonnenweise Geld, indem wir diese Walkemon ausnutzen. Ach ja, mal eine kurze Spielerklärung. Das Spiel ist so ähnlich wie Pokémon, nur dass man hier Arbeiter versucht zu fangen, beziehungsweise versucht unter Vertrag zu nehmen und die dann einfach wie Sklaven arbeiten lässt. Und dass dann eine Firma richtig hart ausgewirtschaftet wird. Und man kann diese Arbeiter so fangen, indem man sie anschreit oder einfach nur ihnen sämtlichen Stolz bzw. Ehre nimmt. Und das ist einfach nur witzig, das seht ihr auch gleich. Aber wir wissen auch längst nicht alles über sie, also die Walkemon. Es gibt nur so viele Geheimnisse. Deshalb misshandle ich erforsche ich sie seit vielen Jahren. Seht ihr, der Spaß fängt schon an. Sag doch mal, man kann das ja heute nie so wirklich wissen. Was bist du denn? Bist du meiner dritten Frau Sohn oder Tochter? Ich bin halt ein Junge. Ich nehme den Dude da unten, der so komisch aussieht. Ach ja, so eine Empfehlung für alle. Ich empfehle das Spiel übrigens ohne Internet zu spielen. Das geht. Das Spiel ist gratis. Weil mit Internet werdet ihr Werbung haben. Haha. 9 Kinder, da kann man sich natürlich nicht alle Namen merken. Wie war noch gleich der Name? Ja, jetzt kommt natürlich mein Name. Ja, warte, den schreiben wir groß. Autokorrektur extra schon ausgeschaltet. Du heißt also Twankey. Ja, so heiße ich. Und jetzt das Spezielle. Ja, er will mir erstmal noch eine Firma übertragen und die darf ich jetzt auch noch benennen. Und nach langer Überlegung, ich habe mir gerade eben wirklich den Kopf zermartert, nenne ich sie einfach Chaoten GmbH. Und wenn ich die Walkemons benennen kann, dann benenne ich sie erstens nach meinen Kollegen und zweitens, nach Möglichkeit, werde ich sie auch nach euch benennen. Also, wenn ihr ein Walkemon sein wollt und ich die tatsächlich umbenennen kann, dann schreibt mir das doch einfach, dann benenne ich die um. Okay, um richtig ins Business einzusteigen, brauchst du ein Walkemon. Wähle weise. Ja, gibt's das Pleitimon. Es verlor seine Firma in der Wirtschaftskriege. Die Regierung rettete die Banken, ließ das Privatunternehmen aber im Stich. Jetzt muss er für dich arbeiten. Da steht dann auch das Gehalt, die Gehaltsvorstellung, das ist das, was er erwirtschaftet. Es gibt mehrere Arten von Walkemons. Typ Gold. Also die Gold, die machen Geld. Hier ist die Puppe. Die macht auch Gold. Ist sie Anna Paris. Früher waren sie selbstbewusst, doch nach zahllosen Fernsehshows und Vlogs verloren sie die Eigenschaften. Bestehen zu 73% aus Plastik. Selbst ihre Eltern erkennen sie nie wieder. Es gibt die männliche und die weibliche Version von denen. Das habe ich auch schon ausgetestet. Und hier ist die Mutti-Son. Schon erwachsen, aber immer noch Bewohner von Hotel Mutti. Immun gegen die Vorwürfe seiner Eltern. Ihr seht, das ist richtig genial eigentlich aufgebaut. So, die haben auch so Eigenschaften. Der ist zum Beispiel übelst langsam. Der ist freundlich wie sonst was, mit denen kann man sich immer unterhalten. Und hier haben wir einen richtig arroganten. Aber dafür hat er keinen Bock auf Wochenende arbeiten. Ich nehme mal das Mutti-Son. Ja, ich bin bereit. Von heute an schreibst du deine ganz eigene Geschichte. Ich erwarte natürlich nicht viel von meinen jüngsten Nachkommen. Fange Walkemon ohne Träume und Hoffnung und nutze sie aus, um möglichst viel Geld zu scheffeln. Wir sehen uns dann später. Frage deinen Sekretär für mehr Details.
Ja, das bin jetzt ich. Aber nein, man läuft nicht wie im Pokémon. Das habe ich jetzt wahrscheinlich kurz rausgeschnitten, dass ich eben mein Konto verbinden musste. Hallo, das ist übrigens meine Sekretärin. Und eben kurz, ich mache mal ganz kurz das Internet aus, damit ich jetzt nicht so viel Werbung kriege. Also, einen kurzen Moment bitte. So. Ich wurde hierher geschickt, um dir beim Aufbau deiner Firma zu helfen. Obwohl der Vorsitzende nicht so richtig viel von dir zu erwarten scheint. Aber ich bin mir sicher, dass du eines Tages ein richtiger Walkamon-Meister werden wirst. Die erklärt mir jetzt übrigens, wie ich alles mache. Du siehst jedenfalls schon aus wie ein eiskalter, erfolgreicher CEO. Also dann erkläre ich dir mal, wie so eine Firma funktioniert. Zuerst mal, das hier ist mein Raum. Also mein Büro. Da kann ich mir angucken, was die Walkamons alle können, also die Rockedex. Ich kann mir meine Firmen und Schwesterfirmen ansehen. Und natürlich, ich kann mir auch hier Luxus gönnen und den verwalten. So, und jetzt kann ich auf ein Abenteuer gehen und da kriege ich dann mein neues Walkamon. Es gibt Millionen von jobsuchenden Walkamon in diesem Land und ich werde sie alle versklaven. Alle von ihnen brennen darauf, irgendeinen Job zu bekommen. Alles, was du brauchst, ist ausreichend Gesundheit. Die Gesundheit, die steht ganz oben. Ich weiß gerade nicht, ob ihr meinen Finger sehen könnt, was ich mache. Auf jeden Fall da oben, wo gerade kurz die Uhrzeit angezeigt wurde, direkt darunter, an der linken Seite, seht ihr das Leben. Solange du genug Gesundheit hast, kannst du so viele Walkamon erfangen, wie du möchtest. Schauen wir uns doch erstmal in der näheren Umgebung um. Tipp mir auf Goldlöffelstadt. Da gönne ich mir ein paar Goldlöffel. So, und das wäre jetzt die Ansicht, was für Walkamons es alle gibt. Was alle können, weiß ich noch nicht. Jedenfalls kann ich jetzt einfach auf ein Abenteuer drücken und dann treffe ich irgendein zufälliges Walkamon. Und das Kampfsystem ist tatsächlich dann auch genau wie bei Pokémon aufgebaut. Seht ihr? Nur, dass ich halt kämpfe und nicht irgendein Pokémon bzw. Walkamon. Es will absurde Gehalt. Hallo, du kriegst kein tolles Gehalt. Wäre doch scheiße. Ich will Geld erwirtschaften und nicht dir Geld geben. Also da oben, da wird jetzt einmal das Geld und das obere ist das Geld und das da unten, das blaue, das ist der Stolz. Ich könnte den Gehalt jetzt ein bisschen senken, indem ich mir einfach seinen Lebenslauf angucke. Das kann man auf die Gesundheitspunkte, das sind diese roten, einfach verwerten. Jetzt wird der Lebenslauf gescheckt und dann muss ich dem Ding weniger zahlen. Ja, es war auch mal sehr effektiv. Seht nur, wie stolz dieses Pokémon ist. Das muss ich unterbinden. Anthony weiß nämlich nicht mehr weiter. Je höher der Stolz, desto schwieriger lassen sie sich einen Vertrag aufzwingen. Verheeren, Stolz, schreie sie an! Oh ja, ich werde dich jetzt anschreien, du kleine Mischgeburt. Nein, das galt nicht euch, das galt nur dem Walkamon. Ich muss ja einmal kurz böse sein. Ich versuche nur meinen, du da irgendwie nachzueifern. Ja, das Selbstbewusstsein ist jetzt jedenfalls gesunken. Jetzt kann ich ihm einen Vertrag zuwerfen. So, jetzt nutze ich einfach den regulären Vertrag. Das braucht auch 1 Energie und hat eine Erfolgsprozentchance von 47. Der erste ist aber ein Safe. Also das ist nämlich auch derselbe, den ich gerade eben angetestet habe. Und gleich hört auch schon auf, wo ich hingetestet habe. Ja, es ist nicht einfach, welche zu bekommen, die wenig Gehalt wollen. Es gibt Millionen von Walkamon da draußen. Wähle ablehnen, wenn du nicht mehr genug Energie hast. Oder du einfach das Interesse an diesem Walkamon verloren hast. So, jetzt muss ich auf Firma drücken und da kann ich jetzt Geld von denen erwirtschaften. Beziehungsweise sogar Erfahrung. Mit der Erfahrung steigt natürlich die Firma. Nicht die Walkamons, die können nicht leveln. Glaube ich zumindest. Bis dahin habe ich noch nicht gespielt. Also seht ihr, der erwirtschaftet mir jetzt Geld. Und der rechts daneben, den ich gerade gefangen habe, beziehungsweise einen Vertrag genommen habe, der erwirtschaftet mir Erfahrung. Da oben level ich dann. Wenn ich natürlich genügend Erfahrung gesammelt habe, dann steigt meine Firma. Dann kann ich meine Eigenschaften der Firma verbessern. Ich glaube, das betrifft, wie viel Energie ich habe, was ich alles einsetzen kann, wie ich die noch mehr auf die Palme bringen kann. Und ihr versteht, warum ich das Prinzip jetzt schon witzig finde. Ich kann die jetzt auch nerven, denn arbeiten sie doppelt so schnell. Aufwacht, ihr Faulsäcke, der Erfolg ist mir angebrochen. Wenn du sie nervst, werden sie nervös und arbeiten doppelt so schnell. Da will einer schlafen. Nein, das werde ich unterbinden. Boah, dieses faule Pokémon schläft. Das ist schlimmer als stehen. Schnell, weg ist auf.
Übrigens kannst du Pokémon ebenfalls motivieren, wenn du faule oder tratschende Pokémon antippst. Ja. Sieh mal, es wird nach. Die Tageszeit ändert sich alle 10 Sekunden. Nachts arbeiten deine Pokémon nicht, die faulen Säcke. Also, jetzt wird's Nacht. Hat das Büro verlassen. Jetzt arbeiten die nicht mehr. Jetzt haben die Feierabend gemacht. Ah, da ist ein Schreibfehler. Wenn du die Werte für Überstunden deiner Firma verbesserst, eigentlich deutscher Firma stehen, das ist, glaube ich, noch nicht so alt, das Spiel, dann arbeiten die auch mehr nach den Arbeitszeiten. Ich soll eine Firma aufbauen, die rund um die Uhr Geld verdient. Jetzt bringen die mir bei, wie mein Workman trainiert, und ab dem Punkt habe ich weggemacht. Übrigens, falls euch mal irgendwie ein Fehler unterlaufen ist und ihr das Spiel wieder von neu anfangen wollt, ihr könnt es einfach den zerleben, dann ist es wieder auf Anfang gesetzt. Soll übrigens auch eine Warnung sein, damit ihr es nicht aus Versehen löscht. Training oder psychische Folter, wie man es im Fachkreis nennt, verbessert die Leistung deiner Pokémon. Ich wusste, dass meine Chefs immer aus irgendeiner Absicht so fies zu mir sind. Ja, dann kriege ich noch mehr Geld und Erfahrung. Okay, jetzt muss ich erstmal auf einen Pokémon tippen. Ich kann die natürlich feuern, dann fliegen die. So. Jetzt haben die alle einen speziellen Ehrgeiz. Jede Flamme Ehrgeiz kannst du einmal trainieren. Okay, ich probiere es mal aus. Los! Junge Leute heutzutage, Arbeit! Ja, das lief erfolgreich. Trainieren lohnt sich sehr und bringt dir viel schneller Profit. Pidoki, das wäre dann alles. Oh, eine Sache noch. Ja, ich habe Mamas Karte bekommen. Ja! Deine Mutter hat mich gebeten, dir das hier zu geben. Sie meinte, du sollst Mamas Karte benutzen, wann immer du Geld brauchst. Das machst du ganz einfach über den Button da unten. Jetzt kann ich dahin tippen. Okay, das Limit wird erweitert, je öfter ich drauf tippe. Ich soll Pokémon fangen für ein möglichst geringes Gehalt und feuere sie, wenn du bessere findest. Oh Gott. Geht gerade mal 10 Minuten und fängt schon gut an. Ja, auf den langen Weg dorthin werde ich stets an deiner Seite stehen. Das wäre dann alles. Ich melde mich bei dir, wenn alles noch mehr zu erklären gibt. Besuche mich einfach mal in deinem Raum. Danke. So, jetzt will ich erstmal das ausprobieren. Ich könnte jetzt über ein Video mir Geld beschaffen. Oder auch Gesundheit. Im Laden weiß ich nicht, was ich alles machen kann. Ah, die erklärt mir trotzdem noch hier alles. Hier kann ich Gold, Rubine und natürlich kann ich hier die Werbung entfernen. In der Firma kann ich die immer noch zum Arbeiten zwingen. Du trainier mal ein bisschen. Los, das kannst du besser. Arbeite! Los! Und das Training hat sogar fehlgeschlagen. Okay, das Leben, das regeneriert sich extrem schnell. Jetzt sind die außer Haus. Da ist meine Sekretärin. Workadex, wie viele habe ich? Also, auch wie bei Pokémon gibt es hier natürlich so 150 und die können sich auch mal zumindest entwickeln. Beziehungsweise 151. Das wird noch ganz spannend. Hier kann ich dann mein Zeug verbessern. Was erhöhe ich denn? Komm, ich erhöhe mal meinen Profit. So, Luxus habe ich nichts. Ich höre mal dafür, dass wir noch einen Pokémon fangen. Ich habe nämlich Mutison schon. Los! Wer von euch will sich mir anschließen? Wer will mein Sklave sein? Jonas Turner, ein Digimon. Was, du erwartest ein Gehalt von 34.000? Nein! So viel kriegst du nicht. Und direkt habe ich den Gehalt gesenkt. Er ist entmutigt. Was mache ich jetzt? Ich schreie ihn an. Du kleine Mischgeburt von Digimon. Digimon war scheiße. Ich sehe jetzt schon die Hater. Hier, ich habe einen regulären Vertrag für dich. Nimm ihn an oder lass es bleiben. Fuck. Nein. Ich hab's verkackt. Ja, und ich habe jetzt gerade nicht genügend, um noch irgendwas zu holen.
Firma, mein Raum. Kann ich mir eigentlich irgendwo bessere Verträge holen? Aha, die Sachen, die werden alle in den Wettschalten freigeschaltet. Jetzt kann ich wieder einen Workman angreifen. Versuche ich. Und danach... Ja. Oh, ein Mafiamon. Ich schrei ihn erstmal an. Je höher der Stolz nämlich ist, desto schwerer ist es, die zu kriegen. Du bringst mir noch bestimmt Geld. Ich prüfe mal deinen Lebenslauf. Oh, und direkt sinkt das Gehalt, aber nicht so sehr. Und die, ich weiß nicht mehr weiter. Komm, bitte diesmal. 49%, komm! Das muss auch klappen. Ja, ich hab sie. Und jetzt, wie ich wissen, kann ich irgendwo den Namen ändern. Komm schon, wir sind doch eine Familie. Versuchen immer durch Verwandtschaftsverhältnisse an Jobs zu kommen. Anstatt es fair zu versuchen. Das Traurige ist, es funktioniert jedes Mal. So, und jetzt ist sie natürlich auch in meiner Firma. Den Namen kann ich auch mal leider nicht ändern. Schade. Also die haben einen Namen und der bleibt dann leider Gottes. Jetzt müsste ich noch einen Schreibtisch kaufen, aber dafür brauche ich Geld. Ihr seht, man macht das mit dem Geld nicht ohne Grund. Damit kauft man sich offenbar die neuen Plätze, damit die mehr arbeiten. Jetzt kommen die wieder und jetzt schreie ich die an. Okay, die bringt mir Geld. Nur nicht so viel. So. Und jetzt sollte ich mal langsam anfangen, das neue etwas zu fördern. Oh, ich habe ein Geschenk bekommen. Ja, ich möchte es überprüfen. Was kriege ich denn? Ein Nettring. Mindig. Was soll ich damit? Kann ich denen den geben? Oh, warte mal. Mein Raum. Luxus. Chance auf Überstunden. Ja. Rüst dich aus. Yay. Jetzt kann ich die vielleicht zu Überstunden zwingen. Das ist doch mal was. Und ihr... Oh, guck mal, das Geld, das steigt hier richtig. Komm, die mache ich jetzt mal höher. Ich versuch's zumindest. Los, das kannst du bitte. Los. Du Blödmann. Arbeite besser. Ich habe Fische besser arbeiten sehen. Und was haben wir hier? Ah. Okay. Offenbar kriegt man alle 24 Stunden ein Geschenk. Ich will jetzt noch einmal versuchen, einen Workmon anzutreiben. Vor allen Dingen, ich will spielen, bis wir ein Level up haben. Zumindest das. Ein kommt pro Sekunde 10, die andere auch. Komm, das kann ich ausbessern. Nicht genug Gesundheit? Ich hab 40. Los! Also ich so etwa wie du, habe ich das Fünffache an deiner Arbeit geschafft. Wow, das hat nicht geklappt. Vielleicht soll ich den mal kurz anschnauzen. Ah, jetzt kann ich einen neuen Schreibtisch kaufen. Jetzt habe ich noch einen. Jetzt kann ich noch einen zum Arbeiten zwingen. Ja, das läuft doch prima. Gleich habe ich auch genügend. Dann kann ich den anderen nochmal anschwärzen. Dann arbeitet er vielleicht auch mal endlich. Na scheiße, es ist Samstag. Da arbeiten die überhaupt nicht. Wie soll ich jetzt einen zum Arbeiten zwingen? Ah, ich kann die trotzdem anschnauzen. Los! Du kleiner Pimpf. Der kleine Pimpf will nicht mal arbeiten. Okay. Ich will jetzt nicht diese Mamas Karte, aber ich will mir einmal im Workadex angucken. Ich kann mir natürlich nur von denen angucken, die ich schon habe. Was bei den Jungen steht. Hat seinen Bachelorabschluss, findet keinen Job, plant noch den Master draufzusetzen, dann bekomme ich bestimmt einen Job. Ja, träum weiter. Also du kriegst zumindest keinen, wo du anständig bezahlt wirst. Ich habe eine 50-50 Chance, komm schon. Ja, jetzt krieg ich mehr Erfahrung, das wollte ich. So, und jetzt arbeiten die ja, wie gesagt. 90% habe ich. Ich denke mal, in Kürze können wir endlich das nächste Level erreichen. Ich kann, glaube ich, aber nicht ausbessern, was wir
Dinger ich habe. Okay, gleich habe ich's. Und Level Up. Jetzt kann ich meine Firma upgraden. Wo mache ich das jetzt? Habe ich die gerade zu Überstunden gezwungen? So, wo war ich nochmal? Jetzt gerade bin ich außer Plan. So, jetzt habe ich es endlich mal hinbekommen. Trainingschance will ich mal verbessern. Und natürlich, weil ich noch einen Platz habe, will ich es noch einmal versuchen mit dem Fang. Weil jetzt kann ich. Oh, ich habe eine Box gefunden. Eine Geschenkkarte. Was kann ich mit einer Geschenkkarte? Wo ist die? Ich suche gerade diese Geschenkkarte. Okay. Hallo? Ich weiß nicht, wo ich diese Geschenkkarte finde, um ehrlich zu sein. Hä? Also. Warte mal, was stand da? Sekretär Ludwig? Das ist doch kein Ludwig. Sorry, Leute, aber das ist doch nie und nimmer ein Ludwig. Eine Helga vielleicht, aber kein Ludwig. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Also mit der Karte, das habe ich gerade nicht begriffen, aber ich wollte hier wie gesagt noch einen Workamon fangen. Auch wenn ich jetzt schon über meine 15 Minuten drin bin. Ah, noch ein Mutison. Der scheint schon eine sehr niedrigere Haltung von sich zu haben. Ich versuche sein Gehalt zu senken. Und das ist doppelt. Bam! Es hat sogar eine Wirkung. Irgendwann werde ich wahrscheinlich auch wirklich mehr machen können. Ist immer noch eine 47% Chance. Ich hoffe, dass es klappt. Nö. Ciao. So. Der hat keinen Bock auf mich. Ja, Leute. Hier beende ich dann jetzt aber den heutigen Part. Ich habe meinen Job gut gemacht. Ah, guck mal, die kosten sogar mit jedem Mal mehr. Auch interessant zu wissen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Abo und ein Like da. Das würde mich wirklich freuen. Und die kleinen Arbeitersklaven, die ich habe, natürlich auch. Die freuen sich auch, wenn sie zu noch mehr Arbeit gezwungen werden, ne? Ja, da freut ihr euch, ne? Ja, Leute. Ciao.